24 Börse People. Are now in season 10. Presented by Babak Group. Presented by Babak Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 10 ist Sonja Blasch, UF-Mitarbeiterin, Ex-Mädchen für alles bei der börsennotierten Clean Energy und jetzt seit 2018 auch Lederhexe mit 50 Shades of Grey Facetten. Was für eine Einleitung, servus Sonja und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo. Servus. Servus. Wir haben uns zur Clean Energy Zeit kennengelernt, als die an die Börse gegangen sind. Das waren tolle Partys und du hast dort alles geschupft. Aber Karriere, Werdegang, Podcast, ich beginne früher. Du hast ja eine multiple Ausbildung gemacht. Ja, in eigenen Worten, wissen bei dir losgegangen, Sonja? Ich habe zuerst Schuhmacherin gelernt. Ich wollte Schuhdesignerin werden. Leider ist die Firma in Konkurs gegangen. Jetzt ist bei der Schuhmacherin geblieben. Mhm. Ich war mit der Orthopädie-Schuhmacher in der Berufsschule. Und da bin ich mit der Fußreflexmassage zusammengekommen, war sehr interessant, war mir aber zu wenig. Dann habe ich den Heilmasseur noch dazu gemacht. Schön. Dann war ich OF-Mitarbeiterin. Und bist ja eigentlich immer noch, ne? Wieder. Dort habe ich die Matztechnik gemacht, das waren die Zuspielungen für die Bundesland-Heute-Sendung. Und dann bin ich Mutter geworden. Da haben die Arbeitszeiten nicht gepasst. Ja. Deswegen habe ich nach 10 Jahren die Arbeit beim ORF abgelegt und habe dann die Medienfachfrau für Kommunikation und Werbung gemacht. Und so bin ich zur Clean Energy gekommen. Ja. Ich komme nochmal zum ORF kurz zurück. Landestudio Burgenland in Eisenstadt war das, oder? Mhm. Und was waren da so die Aufgaben in der Matz? Die Vorbereitungen, die geschnittenen Beiträge, die mussten gecued werden, oder manchmal halt auch live gecued werden und kontrolliert und hergerichtet für die Sendung eigentlich. Und da geht es um diese typischen Landesstudio-Sachen im Burgenland mit den verschiedenen Facetten der Mehrsprachigkeit ja auch, oder? Aber das sind Extra-Sendungen. Das ist Dobrodan Hrvati und Odjo Ischen. Genau, und dann gibt's noch jetzt habe ich es ja, genau. Die dreisprachige wo auch die Roma dabei sind. Und es hat Spaß gemacht, glaube ich, sehr großen Spaß, aber hat halt nicht ganz zusammengepasst mit der Mutterrolle. Ja, genau. Ja, verstehe ich. Deswegen und dann diese Pause. Und dann ist in dieser Pause haben wir uns kennengelernt, Clean Energy. Ich baue das immer ein, irgendwie in dem Podcast, seit wann man sich kennt. Das war damals geregelter Freiverkehr. Du hast dich dort um alles gekümmert. Ja. Erzähl mal kurz von dieser Phase. Das ist jetzt doch ein Umstieg gewesen, dann bei einem börsennotierten Unternehmen, sich um alles zu kümmern. Eins der wenigen jungen Unternehmen, das damals an die Börse gegangen ist. Wie war dieser Clash of Cultures, nehme ich an? Wird es ja doch gewesen sein, in die Börse-Bubble rein, oder? Ja, das war sehr heftig, weil es war wirklich viel zu tun. Ja, es war ziemlich eine lange Vorbereitungszeit. Es mussten die ganzen Drucksorten gemacht werden, die ich auch selber gemacht habe. Dann haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, die sehr engagiert war und auch einen Druck gemacht hat, nehme ich an. Ne? Ja, natürlich. Ja. Und wir haben auch viele Partner-Events gemacht und Feste. Also es war einiges zu tun. Da war ich eh auch immer wieder dabei und ich werde in diesem Podcast oft darauf angesprochen, dass so ein bisschen Frühstück bei mir so quasi halt auf Börsethemen hingestrickt irgendwie und die Claudia Stöckel, mit der habe ich damals von euch auch eingeladen, lange geplaudert bei einem eurer Events. Ja. Mhm. War eine schöne Zeit, ja. Ja, Clean Energy, du warst dann doch 3-4 Jahre dort, glaube ich, oder? Ja, 4 Jahre. Ja. Ja, spannende Branche eigentlich, wo es durchaus sehr stark in diese Richtung gegangen ist, auch die absolut richtige Branche. Das Unternehmen hat immer wieder leider Probleme gehabt und ich hoffe, dass das alles schön und gut ausgeht, aber jetzt wieder Restrukturierung. Ich möchte es eigentlich fast dabei belassen und mit dir als Zeitzeugin jetzt zu deinem aktuellen Projekt seit 2018 auch Lederhexe. Du hast gesagt, du Schuhmacher hast erklärt irgendwie, das ist nicht so weit weg, aber wie bist du zur Lederhexe gekommen dann?
Ja, ich war mit einer Freundin im Kino, wir haben uns 50 Shades of Grey angeschaut. Also so kommt die Geschichte, okay. Ja. Und bevor der Film aus war, es war eigentlich die Idee mit der Schuhreparaturwerkstätte schon geboren. Und bevor der Film aus war, habe ich zu meiner Freundin gesagt, und denen mache ich auch noch ein paar Riemen. Okay. Und ja, also gesagt, getan. Ein paar Tage später ist jemand auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich auch Peitschen machen werde. Genau. Und die habe ich gemacht und die haben eingeschlagen. Genau, wir sind ja seit dem Zeitpunkt Clean Energy auch auf Social Media vernetzt und so weiter. Und da habe ich dann immer wieder Artikel auch gesehen von großen Medien, die gesagt haben, okay, Zulieferer für die SM-Branche zum Beispiel, was ja über die Peitschen auch entstanden ist. Ne? Und Nachfrage aus ganz Europa oder wo kommt die Nachfrage her und wie kann man das kaufen? Call to Action, ist das Internetbestellung? Ja, aber wenig. Wenig. Also die Leute kommen aus der Umgebung und hauptsächlich aus ganz Österreich. Okay, also da hast du einen Namen gemacht. Also, und über Peitschen hinaus sonst noch Sachen? Ja, es werden Halsbänder, Leinen, Handfesseln, Fußfesseln, Korsetts. Also alles, was man sich was so aus Leder ist, so vorstellen kann, was man so mal schon wo gesehen hat. Irgendwie. Also ich schaue, dass ich die Wünsche der Kunden wirklich umsetzen kann. Okay. Und bei den Peitschen gibt es ja nicht verschiedene Größen, glaube ich. Da gibt es so die Peitschen halt. Aber bei den Halsbändern macht man das auch Maß oder nach so? Nach Maß, alles nach Maß. Alles nach Maß, ja. Das. Und jetzt haben wir die Folge am 4.12. Morgen ist Krampus. Also wir nehmen uns vorher auf, aber am 4.12. wird es gesehen. Gibt es auch irgendwelche Krampus-Geschichten? Leder-Dessous, ganz sexy Leder-Dessous, ja. Also eher für die Frau dann, ne? Die Dessous. Ja. Und da ist der Krampus durchaus ein wichtiger Termin auch bei dir in der Saisonalität der Lederhexe, kann man sagen. Auch, ja. Was sind sonst wichtige Termine im Kalender? Weil ich denke, Weihnachten ist ganz ein großes Thema, ja. Da werden eher die Gürtel nach Maß. Der Osterhase ist wurscht eigentlich, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich, da gibt es auch so Fetische oder so rund um den. Also alles so rundherum irgendwie, ne? Okay. Was macht dir Spaß daran an dem? Ich meine, du kannst das ja, du hast das gelernt, das Geschäft rund um Leder. Was macht dir Spaß an dem Geschäft? Naja, Leder ist ein Naturprodukt, das man kann einfach schön arbeiten damit. Ja. Ich bin immer schon seit Kind frei auf Leder auch. Ich habe immer geschaut, dass ich gute Lederschuhe habe, Lederjacken, Lederhosen. Leder hat mich einfach interessiert. Es ist ein interessantes Material. Man kann es ist so vielfältig zu verarbeiten. Und ja, es ist einfach eine schöne Arbeit. Und die klassischen Lederjacken, wie man es, also meine Jugend der Lederjacken war Traum, hat man sich schwer leisten können. Kann man die bei dir auch kaufen, so Lederjacken? Lederjacken nicht. Eigentlich Gürtel nach Maß. Ja. Und Armbänder und Taschen. Ja, vielleicht lasse ich meinen Audio-CD die Gürtel schnallen. Machst du dich Gürtelschnallen auch, oder? Gürtelschnallen mache ich nicht. Okay. Aber wenn man eine Gürtelschnalle mitbringt, können wir auch einen Gürtel drauf machen. Das ist alles Vollrindleder. Das hat so zwischen 3,5 bis 3,8 mm Stärke. Und der Gürtel halt ewig. Der Gürtel halt ewig und deswegen werde ich meinen bei dir machen lassen. Wo findet man dich? Du bist eine Burgenländerin, Eisenstadt haben wir verraten, vom OF her und das Geschäft ist aber nicht in Eisenstadt. Nein, das ist in 7062 St. Margarethen. Mit Postleitzahl, Wahnsinn. Ja. Ist ziemlich an der Grenze, glaube ich, oder? St. Margarethen? An der ungarischen Grenze, ja. Werde ich in den Shownotes verlinken. Zurück zum OF noch, abschließend. Du bist ja wieder als Freie für den ORF tätig. Ja. Und was machst du da jetzt so? Wieder das, was du früher gemacht hast? Oder? Nein, jetzt mache ich Regieassistenz für die Bundesland-Heute-Sendung. Und da gibt es ein Zeitfenster, das man füllen muss. Und es gibt dann am Vormittag schon eine Sitzung, was die Themen sind am Abend. Und ich komme dann erst um 16 Uhr, muss dann nur kontrollieren von den Zeiten her, arbeite mit dem Chef vom Dienst zusammen. Kontrolliere die ganzen Inserts, die dann live bei der Sendung eingespielt werden. Ja, auch da wieder Mädchen für alles irgendwie, ne? Ja, es wird rundherum einiges notiert fürs Archiv, damit man immer wieder nachschauen kann. Genau, die Archive sind ja durchaus ein Schatz von den Fernsehsendern, wo man schönes ausgraben. Ist irgendwas von euch schon mal ausgegraben worden für Stermann Grissemann oder solche Sachen auch? Hast du da Erinnerungen dran? Nein, bei uns vielleicht nicht. Entdecken dich die beiden jetzt durch diese Sendung. Ein anderer
Gast, die Rita Davidson, die schmiert sich Essensreste ins Gesicht und so weiter. Okay. Ja, und die ist entdeckt worden. Mhm. Aber macht das super. Ja, macht da Cremen und alles mögliche. Sagt, okay, was man isst, kann man sich ja letztendlich auch als Hautpflege nehmen. Ja, eigentlich. Ist ja eigentlich nur opportun, wenn man es isst und so weiter. Und die ist entdeckt worden von Stermann und Grissemann. Und ich glaube, du könntest ein Kandidat sein, mit deinem Geschäft auch entdeckt zu werden. Und vielleicht findet man ja im ORF-Archiv irgendwas. Macht aber Spaß alles, oder? Ja, auf jeden Fall. Macht riesen Spaß. Ja. Ich arbeite wirklich gern. Liebe Sonja, danke, dass du hergekommen bist. Das ist der zweite Versuch gewesen. Beim ersten war ein bisschen ein Megastau in Wien. Ja. Und du bist entnervt, weiß ich nicht, aber ich habe es verstanden. Du musstest wieder umdrehen, weil man nicht nach Wien reinkommen ist an diesem Montag wegen den Katastrophe. Klimabedingten Staus und so weiter. Ja, ich wünsche dir ein super Krampus- und Weihnachtsgeschäft. Auf jeden Fall. Wünsche ich dir auch. Möge die Nachfrage steigen und schön, dass du da warst und ich spiele meinen Abspann, gell? Ja, ich sag auch danke. An euch da draußen, ja, mal eine andere Folge. Mir hat's riesig Spaß gemacht und tschüss und Papa mal von meiner Seite. Dankeschön. Tschüss, Papa. Tschüss. Bye-bye.